Hallo alle Clasher da draußen und wieder mal herzlich willkommen bei mir auf Mazes Clash Channel. Wir schauen uns heute mal einen vergangenen Clankrieg von uns an. Der war erst kürzlich vor 2 Tagen und wir sind siegreich aus dem Clankrieg hervorgegangen. Wie ihr sehen könnt, wir haben ihn gerade so mit 4 Sternen gewonnen, aber die Gegner haben teilweise auch ziemlichen Mist gebaut, wie ihr nachher auch dann sehen werdet. Und ich zeige euch jetzt einfach mal so die Highlights aus unserem Clankrieg. Wir hatten im oberen Viertel ein paar Probleme, würde ich sagen, bei den Rathaus-Zehnern. Aber dafür hat einer von uns ganz, ganz besonders viel Courage gezeigt und auch sehr großen Einfallsreichtum und sogar 2x3 Sterne gegen einen Rathaus-Zehner zaubern können. Und diese Angriffe werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das war einmal Suyus auf seinen direkten Gegenüber auf die Nummer 12. Wir im Clan machen das so, wir greifen immer unseren ersten direkten Gegenüber an und dann schauen wir weiter, wer denn sonst noch für den zweiten Angriff in Frage kommen würde. So, Suyus hat sich hier eine ganz besondere Strategie überlegt. Und zwar geht er mit 3 Golem und 9 Hexen an den Start und ganz, ganz vielen Magiern und kommt erstmal von links oben. So, King und Queen sind auch schon gesetzt. Und die Doppelriesenbomben verpuffen hier ohne größere Wirkung. Ein Lavahund aus der Clanburg dürfte auch jetzt nicht so viel Ärger machen. Außer jetzt, wo er gerade explodiert ist, lenkt er etwas ab. Aber das hindert auch die Truppen nicht daran, einfach mal um diese Base herumzulaufen. Wie wir hier sehen, ist es eigentlich eine Anti-2-Sterne-Base. Und Suyus macht es ganz, ganz geschickt. Er läuft erstmal einmal außen rum. Und schafft es sogar, dass die Inferno-Türme in der Mitte die Truppen außen erstmal gar nicht treffen. Die sind erstmal ganz außen vor und die Truppen laufen schön außen rum. Die Hexen haben da ihren freien Lauf, die können sich entfalten. Ganz, ganz viele Skelette, die Kanonen haben überhaupt keine Chance. Und auch die X-Bows sind noch nicht maximiert. Und da kommt jetzt der Sprungzauber und ein Freeze-Zauber, der den Inferno in der Mitte und auch noch einen Tesla mit abdeckt. Und man sieht, es sind immer noch 1, 2, 3 Hexen übrig, relativ viele Skelette, ein Golem ist noch da, viele Magier. Und jetzt setzen sie alle zum Sprung an und seht euch diese Masse an, wie sie alle da reinspringen. Alle springen sie da auf einmal rein und überwältigen einfach da drinnen die 2 Einzel-Infernos. Und die Queen, gerade eben wurde ihre Fähigkeit gezündet, schafft es noch, das Rathaus mit sich mitzunehmen und es wird langsam knapp, aber ein Golem ist noch da und tankt für die Queen. Da die Queen ganz knapp vor ihrem Tod schafft es doch noch zu überleben und zerstört auch noch den Inferno und den letzten Tesla. Und das waren echt wunderschöne 3 Sterne. Und der andere Angriff von Suyus ist nicht weniger schön. Da hat er sich auch was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar wieder so eine Anti-2-Sterne-Base mit dem Rathaus in der Mitte und mit den Infernos in der Mitte. Und diesmal kommt er mit einem Golem, 2 Hexen und ein paar Magiern von rechts oben. Da laufen sie alle und cleanen erstmal ein paar gegnerische Verteidigungen. Unten läuft ein Golem entlang und King und Queen laufen oben entlang sowie ein paar Hexen. Ein Freeze auf den Inferno in der Mitte. Und sie cleanen schön weiter, laufen außenrum. Und da kommt der erste Loon, um zu testen, wohin denn die Loons fliegen. Und hier kommen ganz, ganz viele Loons, alle in die Mitte rein. Sehr, sehr schön, ein Rage in der Mitte und ein Freeze, um die Infernos zu stoppen. Und die Loons können gar nirgends anders mehr hin, als in die Mitte zu fliegen. Es sind so viele Loons, das Rathaus geht allein vom Schaden, von den Bomben, von den Loons kaputt. Und die Loons schaffen es alleine in der Mitte, die komplette Mitte zu zerstören. Nur noch ein einzelnes kleines Podestchen vom König bleibt noch übrig. Und die restlichen Loons cleanen hier noch. Die eine Luftabwehr ist vielleicht noch etwas schwierig, aber die fällt auch. Die Queen ist noch am Leben, genauso ein kleiner Bogi. Und die Loons fliegen glücklicherweise zu einer noch dastehenden Kanone. Die hat überlebt. Und wäre diese Kanone nicht da gewesen, ja, ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Weil dann wären die Loons hier drüben ungefähr geblieben und hätten mit der Queen nach und nach langsam weiter gecleant und es wären vielleicht keine 3 Sterne geworden. Denn die Zeit war knapp und die Loons schaffen es gerade noch so, über die Mauern rüber zu fliegen und 3 Sterne zu holen.
Wieder mal ein wunderschöner Angriff von Sujus. Dann schauen wir mal weiter, was es sonst noch hier so bei uns gibt. 3 Sterne von Harmontor. Hier, das waren 3 Sterne von mir selber. Und relativ weit unten möchte ich noch natürlich einen Angriff von mir selber auch zeigen. Und zwar der letzte von den Gegnern. Ich gehe hier mit Golalun ran. Heißt Golem und 3 Lavahunden. Eigentlich Ziel dieser Strategie ist es, mit 1 oder 2 Golems und einem Sprungzauber oder Mauerbrechern, je nachdem, zur Queen zu gelangen und die Queen außer Gefecht zu setzen, sowie auch die Clanburg. Das funktioniert hier eigentlich relativ ganz gut. Die Queen steht da relativ nah am Rathaus, aber mit dem einen Sprung kommen eigentlich alle ziemlich gut zur Queen ran. Und schon ist der King bei ihr und schafft es, sie auseinanderzunehmen. Die Clanburg wird dadurch auch getriggert. Und meine Königin dahinter versorgt dann auch die gegnerischen Clan-Truppen mit Schaden. Die Golems tanken noch schön. Und auch außen werden noch ein paar Sachen gecleant. Zudem muss man sagen, eine der Luftabwehren ist dadurch kaputt gegangen. Was sehr, sehr wichtig ist, auch für den Rest des Angriffes. Denn hier kommen relativ platzierte Ballone. Vorneweg die Hunde, die natürlich auf die Luftabwehren gehen. Und die Ballone fliegen in die Mitte und von links oben kommt der letzte Lavahund und weitere Ballone, die dann alle in die Mitte fliegen und mit einem Rage nochmal versehen, nochmal geboostet werden. Und jetzt ist schon, ja, 60% sind schon zerstört. Das Rathaus steht zwar noch, aber es sind so, so viele Loons übrig, dass eigentlich gar nichts mehr schief gehen kann. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen schneller. Die letzte Luftabwehr ist zerstört und nun fällt auch die letzte Kanone noch. Meine Königin ist noch da, gerade eben noch ihre Fähigkeit gezündet und das Cleanup ist eigentlich nicht mehr schwierig. Die ganzen Lava-Pups, die noch da sind, machen den ganzen Rest. Wunderschön auch dieser Angriff und diese 74 zu 70 mögen vielleicht gar nicht so eng erscheinen, aber wir hatten einen sehr, sehr guten Verteidiger und zwar relativ weit unten, gerade erst Rathaus 9 geworden, gedreisternt, aber wenn man mal so seine Statistik anschaut, von den Verteidigungen her, hat Scooby 9-mal wurde er angegriffen. 9-mal von den Gegnern und erst, ja, der letzte natürlich, hat es geschafft, ihn zu 3 Sternen. Heißt 8 Versuche und davon wurden sogar 4-mal hintereinander, direkt hintereinander wurde er angegriffen und die Gegner haben wirklich versagt, muss man sagen. Und ich suche jetzt mal den einen Angriff gegen ihn. Hier zum Beispiel sieht man, er wurde 4-mal hintereinander angegriffen und auch relativ hohe, zum Beispiel die Nummer 11, haben es nicht geschafft, ihn zu 3 Sternen. Ich suche mal, er wurde nämlich hier zum Beispiel von der 23 auch mit 99% gemacht. Das hat uns eigentlich einen relativ guten Vorteil erschafft, weil dadurch natürlich 9 Angriffe von den Gegnern flöten gegangen sind und hätten vielleicht auch nur 3 von den Gegnern woanders angegriffen, wäre der Clankrieg vielleicht anders ausgegangen. Hier relativ Standard Go-Wipe vom Gegner. Etwas komisch die Setzung der Truppen, aber mit 4 Packers und es läuft eigentlich, ja, ein bisschen komisch für ihn, aber es geht sogar. Jetzt sind die Truppen in der Mitte, die Packers räumen schön auf, die Golems tanken, laufen rum, außen cleanen die Magier, Packers in der Mitte noch alle da und relativ wenig bleibt noch übrig. Und man muss dazu sagen, 99% und er hatte König und Königin nicht dabei. Also eigentlich hätte diese Base schon relativ einfach zerstört werden müssen. Und so wie die Zeit ausläuft, bleibt noch ein Elixierlager stehen. Ein allerletztes Elixierlager bleibt stehen. Und wäre König und Königin dabei gewesen, wären das locker 3 Sterne gewesen. Aber die anderen 8 haben es ja alle auch nicht geschafft. Heißt, Scooby kann seine Base, glaube ich, erstmal so lassen, würde ich sagen. Gut, dann würde ich sagen, habe ich noch einen allerletzten Angriff auf uns und zwar relativ weit oben
Und zwar würde ich mal sagen, die Nummer 7. Die Gegner haben genauso angegriffen oder meistens derselbe auf denselben. Hier wurde Dynex von uns angegriffen von Kuvayi Miliye oder wie man den Angreifer ausspricht. Auch sehr interessant hier mit Erdbebenzauber wird erstmal ein Weg gebahnt zum Rathaus und die Golems schön weit auseinander, was ziemlich wichtig ist. Magier dahinter. Und jetzt dürften dann auch noch ein paar Mauerbrecher kommen, um die erste Reihe der Verteidigung der Mauern hier zu sprengen. Die Golems laufen alle rein. Es kommen die Packers hinterher. Und noch ein paar Magier. Und König und Königin folgen dann auch gleich. Ziemlich gut eigentlich der Anfang, würde ich sagen. Es läuft bis jetzt für den Gegner relativ gut. Ein Wutzauber in der Mitte beschleunigt alle schön. Da kommt die Clamburg von Dynex. Das ist ein Drache drin und ein Loon. Und der Freeze-Zauber erfasst nicht nur den Inferno, sondern auch noch die gegnerische Clanburg. Also ein schöner Freeze-Zauber. Packer und König driften leider unten ab, aber die Königin und ein paar Magier bleiben oben am Rathaus, auch wenn sie unter Beschuss sind vom gegnerischen Inferno-Turm. Schaffen sie es doch, das gegnerische Rathaus zu zerstören. Und der König läuft weiter unten rum und cleant weiterhin gegnerische Gebäude und so schaffen sie es auch über die 50% zu kommen. Und das war dann der zweite Stern für den Gegner aus dem Clan Amiral. So, jetzt haben wir noch 20 Sekunden übrig. Die werden natürlich seit dem neuesten Update immer schön genutzt, um den Angriff auslaufen zu lassen und noch möglichst viel Prozent mitzunehmen. Hier sind wir jetzt bei 60% gelandet, da bei Gleichstand ja ab sofort die Prozente zählen von der Gesamtzerstörung, ist das natürlich ganz, ganz wichtig. Und wir sind aber im Endeffekt mit 2,8%, nein, mit genau 2% mehr, haben wir den Clankrieg abgeschlossen. Heißt, es wäre vielleicht sogar knapp geworden, hätten die Gegner noch 4 Sterne geholt. Ja, man sieht auch, wir haben in der Statistik einen 3-Sterne-Angriff mehr, einen 2-Sterne-Angriff mehr und dafür aber einen 1-Sterne-Angriff weniger. Also es war gar nicht so sehr weit auseinander. Aber wir haben uns alle ziemlich tapfer geschlagen und wir freuen uns natürlich auf unseren nächsten Gegner, an dem wir jetzt schon dran sind und wir sind auch schon wieder am Gewinnen. Heißt, es läuft ganz gut für uns. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu unserem nächsten Clankrieg Review. Vielleicht gibt es da dann auch wieder ein paar spannende Angriffe, die ich euch zeigen kann. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit Clash of Clans und hier auf meinem Kanal bei Masses Clash Channel.